So, Dennis gegen Bachore, Basti gegen FC Henning. Dann gucken wir auf jeden Fall Dennis gegen Bachore erstmal. Einfach drei Deutsche im Halbfinale, ne? Das heißt, wir haben safe einen Deutschen schon im Finale. Messi. Oh. Dennis, da ist er. Bisschen glücklich, aber Tor nimmt mal mit. Okay, warum zicken eigentlich Kasperatis? Warum zocken? Das waren die größten Grinder, ne? Ich glaube, Digga, dem macht es halt nicht so Spaß, das Spiel, so, ne? Wenn du schon generell mit so einer Null-Lust-Motivation so reingehst, eventuell. Weil so bei Endcaps halt, weißt du. Vielleicht deswegen, vielleicht aber auch einen anderen Grund. Kaskar ist sowieso verschollen, Digga. Der wollte schon gefühlt vor ein paar Monaten gefühlt. Ich dachte, der hat irgendwas gefunden. Da ist Dennis. Ich dachte, der wollte ein Announcement machen. Oder ist er doch Free Agent das Jahr?
Lost auch, ach. Oder bei Lost. Hoffnungsloser Fall, Alter. Der hat einen Cup mitgemacht, also einen Cup meine ich gewonnen und pusht sich damit im Discord, so, ne? Einen Cup, wo, glaube ich, 15 oder 16 Teilnehmer mitgemacht haben, wo die Hälfte nicht mal Pros waren. Und seitdem, die Sache ist, der kriegt immer auf den Dött bei diesen Invite-Cups, ne? Wie oft der mitgemacht hat, so, ne? Alles klar, Mirko. Alles klar, mein Bester. Was hat denn? Digga, mir ist so warm auf einmal. Hab ins Bett mit dir drin. Mögo echt ein Rentner, Digga. Was die 1 von hinten? Da schauen wir auf jeden Fall, welche Minute ist da? Warte mal, Dennis könnte doch jetzt hier. Oh. Easy, dann schauen wir nach dem Spiel darüber. Oh mein Gott! Was ein Joke von Dennis! Oh. Oh, was ein Joke! Thank you.
mal. Was hatte der mit Davis vor? Ich dir das beantworten könnte. Aber warte mal, Dennis ist doch auf einem guten Weg. Oder? Dennis? Oh. Oh oh. Kann er nicht mehr. Dieses Jahr ist glaube ich keine Chance mehr. Aha, Dennis! Oh mein Gott! Heute ist Chat tot. Besser wohl. Muss nicht so viel reden. Ich habe wohl so Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. So ein bisschen entspannt das auch noch gut. Cech, der beste Keeper dieses Jahr. Ich feiere auch Cech. Aber ich weiß nicht, ob noch Romagnoli wieder sein wird. Weil der Kopf betreut er wird. Und Roma könnte auch sehr unangenehm werden. Hier gibt es die Verlängerung. Bei Bastich jetzt 1-1. Ich würde gerne beide Spiele gucken, aber Netz bin ich scheiße. Moin, korrekt. Gio, was geht ab, Mann? Was geht ab, Mann? Dennis ist echt jung. Was ist doch noch jung. Ein sehr guter Spieler. Alles fit, ja, Mann. Fühl mich aber so müde, ja. Und selbst, ich werde jetzt so mies hier hinten chillen, ja. Also, wie so. Auf ganz entspannt. Ich habe so Kopfschmerzen. Oh, Bachore. Guck mal, Pelé in der Mitte, guck mal. Okay. Oh. Mach dir gemütlich. Safe, Digga.
Majora ist da. Oh. Eine Halbzeit bleibt, Dennis. Wie sieht's drüben aus? Hypro 2 in Centen. Aber macht wunderbares Tor. Tor. Warum penne ich im Stream? Alles gut, Digga. Wenn ich einpenne. Alles gut. Ich bin so heftig müde, Mann. Werd gleich so wie ein König pennen, Digga. Wie ein Stein, Bruder. Das ist komplett krank. Ich mach mir gleich noch so eine Wärmflasche. Damit meine Decke direkt warm ist. Digga, mal gucken. Normalerweise gehe ich immer so um 4 Uhr schlafen, 5 Uhr und stehe so, keine Ahnung, 14, 15 Uhr auf. Aber wenn ich jetzt so um 0 Uhr noch was schlafen gehe. Auf jeden Fall mal so ausschlafen wäre geil. Das könnte matchbar sein. Das könnte matchbar sein für Majora. Das. Aber das, oh mein Gott, bist du um 9 wach und dann gehst du wieder schlafen. Oh oh. Das könnte jetzt matchbar sein. Matchbar Majora. Basti 4-2 Rage Quit und Match bei Majora. Majora könnte gegen Basti im Finale spielen. One way crazy, yo. Aber man muss sagen, Henning hat ein super Turnier gespielt. Und mit seinen Punkten ist er dabei für Henning. So, Henning hat 4-2 gewonnen. Nimmt man natürlich auch mit. Auf jeden Fall Basti, Henning, Dennis, Majora sind schon mal safe dabei bei diesen. Ich glaube, bei diesen 1000 Euro Turnier sind die alle dabei. Sollten die dabei sein. Safe. Von daher haben die alle, die ins Halbfinale kommen, sind direkt schon mal gewonnen. Also haben wir Majora gegen Henning im Finale.